Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, ich melde mich am heutigen Samstag ein zweites Mal per Video, weil sich die Lage weiter verschärft hat. Wir haben zu den gestrig 15 Fällen heute 10 Infizierte hinzubekommen, sodass wir heute Nachmittag auch die 50er Inzidenz überschritten haben. Also 50 Fälle umgerechnet über die letzten 7 Tage im Verhältnis zu 100.000 Einwohnern. Eine 50er Inzidenz macht uns damit als Landkreis St. Wendel zum Risikogebiet. Und weil dies so ist, haben wir unsere Allgemeinverfügung, die morgen in Kraft tritt, noch einmal verschärft. Treffen im privaten Umfeld werden begrenzt auf 10 Personen im privaten Raum zu Hause und auf 25 Personen maximal in geschlossenen öffentlichen Räumen, wenn es private Veranstaltungen sind. Diese weitere Anpassung ist notwendig, um das Infektionsgeschehen und damit auch die Kontaktverfolgung sicherzustellen. Und es ist auch deshalb auf diese Maßnahmen im privaten Umfeld begrenzbar, weil wir sehr genau auch die Hotspots kennen und wissen, dass die Fälle, die dazu führen, dass wir nun Risikogebiet sind, auf private Feiern zurückzuführen sind und wir deswegen auch dort eingreifen wollen, wo die Fälle entstehen und nicht andere Bereiche im öffentlichen Raum belasten wollen, wo derzeit keine Fälle entstehen. Darauf habe ich ja heute Morgen schon hingewiesen. Wir haben keine Probleme derzeit bei öffentlichen Veranstaltungen oder bei öffentlichen Einrichtungen. Wir haben Probleme bei privaten Veranstaltungen und deswegen knüpft die Allgemeinverfügung genau dort an. Dass wir Risikogebiet sind, hat natürlich auch Auswirkungen für diejenigen, die in den Landkreis kommen oder die den Landkreis verlassen. Wer also den Landkreis St. Wendel in den nächsten Tagen verlassen will, um Urlaub zu machen, um in einem anderen Bundesland oder in einem anderen Land dann auch über mehrere Tage sich beherbergen zu lassen, der muss sich testen lassen. Und wir bieten deswegen auch an, dass sich jeder, der in den nächsten Tagen in Urlaub fährt, kostenlos testen lassen kann, allerdings im Testzentrum im Saarbrücker Messegelände. Dieses Testzentrum ist vom Land eingerichtet worden. Dort kann man sich vorsorglich testen lassen. Jeder muss natürlich auch gucken, wie sieht es im Zielgebiet aus, was verlangt das Zielgebiet, in das ich aufbrechen will. Und wer darauf angewiesen ist, dort einen negativen Test vorzeigen zu müssen, der kann diesen Test bei uns im Vorfeld hier machen, kostenlos. Das bieten wir an, allerdings, wie gesagt, in Saarbrücken im Messezentrum. Ansonsten hat natürlich auch jeder, der einreist, entsprechend zu beachten, was für ein Risikogebiet gilt. Jeder, der aus beruflichen, familiären oder medizinischen Gründen im Saarland unterwegs ist, für den ändert sich dadurch nichts. Es ist, wie gesagt, ein Thema für diejenigen, die aus Urlaubsgründen mit Beherbergung über mehrere Tage in andere Regionen aufbrechen. Wir sind als Risikogebiet so lange eingestuft, zumindest mal wie über 5 Tage hinweg dann auch mit entsprechender Tendenz diese 50er Inzidenz gegeben ist. Sollte die sich in den nächsten Tagen auch wieder in die andere Richtung entwickeln, wird das auch wieder aufgehoben. Vorläufig gilt diese Einstufung und gilt ab morgen auch diese Allgemeinverfügung mit den entsprechenden Regelungen, die Sie auch auf unserer Homepage oder auch auf der Internetseite der Gemeinden einsehen können. Und ich kann wirklich nur noch mal appellieren, sich an diese Regelungen zu halten. Die Einhaltung der Regeln wird auch kontrolliert, ist auch Bußgeld bewährt. Und insofern helfen Sie bitte alle mit, durch Vorsichtsmaßnahmen, durch Rücksicht und auch durch das Einhalten der Regeln zu verhindern, dass es zu weiteren Ausbrüchen kommt. Und jeder, auch jeder junge Mensch, muss daran denken, was passieren kann, wenn er durch sein vielleicht auch leichtsinniges Verhalten dazu beiträgt, dass ältere Menschen, dass Menschen, die Risikopatienten sind, auch infiziert werden mit allen möglichen Konsequenzen. Das wollen wir alle nicht und das will auch keiner in seinem familiären eigenen Umfeld. Und deswegen darf ich nur herzlich bitten,
dass sich jeder auch an diese Regeln hält und dass wir alle dazu beitragen, dass die Zahlen hoffentlich in den nächsten Tagen auch wieder nach unten gehen. Ansonsten verweise ich auf die Internetseite, auf die Regelungen, die dort getroffen sind, die dort enthalten sind, und wünsche uns, dass wir möglichst bald auch wieder aus dieser Situation herauskommen.